Das Schöne ist, weil ihr alle so hohe Level habt und bestimmt alle Geld habt. Ich meine, Irgendwas der Rest kennt ihr habe ich jetzt mir selbst. überlegt, müssten wir vielleicht mal zweimal mitnehmen. Was denn? Ja, weiß ich nicht mehr. Zünder? Also Dots. Streichhölzer? Dots. Dass man die manchmal. Also, gerade eben in der Küche konnte man aus der einen Ja. Kamera die Dots halt gut sehen, aus der anderen nicht. Dann könnte man Ja, vielleicht okay, dann packen. zwei hinlegen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oder ob man die Figur eh in den Dots sieht, egal aus welcher Richtung. Weiß ich nicht. Ich könnte sie einfach mal einpacken. Kann es sein, dass die Verbindungslinien, die roten, hier überhaupt gar keinen Sinn machen? Was? Was? Das halte ich aber für eine gewagte These. Ja. Also ich möchte Also, mal, hier, guck mal. soll ich es dir mal Die erklären? Willow Street ist verbunden mit dem Knast und der Knast ist verbunden mit dem Feldplatz. Ja. Das ist, glaube ich, völlig egal. Das Das macht ist, nicht schlecht. weil der Vater aus der Willow Street ist in den Knast Ach, gekommen, der war im weil Knast. er seine Olle Weil der erschossen Scheiße hat. gebaut hat auf dem Und sein Feldplatz Kind beim ist Camp. deswegen allein im Camp geblieben. Gut Ah, erklärt, das oder? hat er doch nicht geschreit. Ja. Oha. Jetzt geht's los. Und Jetzt der geht's los Farmhouse hier. hier, der Sohn wollte Basketballer werden, deswegen. Ja. Okay. Okay, was ist das hier? Sunny Meadows? Das ist eine Villa? Das habe ich noch gar nicht. Sunny Meadows ist das Asylum, also die Irrenanstalt. Oh, Ach, die die habe ich noch Klapse. gar nicht. Die gibt es einmal in klein und einmal in groß, genauso wie das Camp. Aha. Genau, Sunny Meadows ist die größte Map von allen. Fragezeichen, Fragezeichen. Sehr gut. Ja, ich bin bereit. Aber die Klapse rein, nie wieder raus. Ich war doch auch eben bereit. Hallo, warum nimmt mir erst den Haken raus? Das ist, glaube ich, nach einer Zeit. Ja, eine Irrenanstalt war Josie. Das ist so. Irrenanstalt sind wir sowieso. Also da wären wir richtig. Irrenanstalt wären wir richtig. Haha! Einzelperson Jack Kraft. Jawohl. Dass man nicht ein Geist ist mit Aura. Ja, das ist der Erfinder vom Kraft-Tomaten-Ketchup. Ah. Und ich dachte schon, der Bruder von Gabriel Macht. Geräusche mit Der hieß doch Gabriel, oder? Hieß der Gabriel, Und Gabriel sein Macht, ich Bruder glaube. Heinz hat den anderen Ketchup gemacht. Jetzt haben wir das Parabolikum geklaut. Das ist. Ist hier doch. Echt? Oh, ups, Schatz hängt da rechts. Das. So, Ja, komm, dann nehme ich mal Temperatur und das Buch nehmen wir mal mit. Was ist das denn? EMF Oh, das habe ist ich. eine Hirnband. Das ist eine Was zu Hirnband hier Glühbirnen? ganz links. Ach so, ach stimmt, habe ich eins von eingepackt, jo. Wie kann ich die wieder ausziehen? Das Ja, weiß ich die nicht. kannst du wieder aufhängen. Das könnte sein. Ja, Mit F da wo du sie her hast, ja. Das war jetzt eher, ne? Falscher Knopf. Ah, da. Danke. Also, ich habe EMF. Dann nehme ich die. Ich habe, was habe ich denn? Thermometer und das Geisterbuch. Und ich nehme noch eine Erstmal. Kamera mit. Schon mal. Also ich habe jetzt erstmal nur die Fotokamera und ja. Ich habe hier dieses Dingsbums und das andere Dingsbums. Ich bin der Tontechniker. Ah, Dingsbums und Dingsbums. Okay, ich habe Dingenskirchen. Ist das Knicklicht? Ah ja, dann nehme ich das Knicklicht noch. Und dann nehmen wir noch eine Kerze mit. Was haben wir denn hier überhaupt? Nee, Zeichne Kerze geht ein nicht. Geräusch Ich auf. hab's auch. Okay, finde mit dem EMF-Gerät was. Okay, reinige den Bereich mit Räucherwerk. Das könnte sogar klappen. Let's go. Seid ihr fertig? Sprung auf, marsch, marsch. Ja. Jo. Bin eh wieder der erste Licht. Wer weiß? Ich sehe die Tür. Warte, Da ist die Tür. ich höre schon mal, ob der gerade am Klo hockt, der Geist. Könnte klappen, Josie, könnte klappen. Dass der Geist uns für so bekloppt hält, dass er uns in der Irrenanstalt nicht jagt, weil er uns für Insassen hält. Was natürlich Der auch hält uns für nicht. Kollegen. Eben. Die geht hoch.
Jack Kraft. Du kommst in Geisterhaft. Das finde ich fabelhaft. Jack Kraft. Jack? Was wollte ich jetzt sagen? Achso, Knochen habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Ja, dann hast du das Auto gekauft. Jack? Welches Baujahr ist das Fahrzeug? Wo liegt der Schlüssel für dein Auto? Dave, ich dachte, die Fragen. Jack, bist du hier? Jack Kraft. Ist einfach nix, ne? War oben schon irgendwas bezüglich Türen oder so? Bis jetzt noch nix, also hier ist noch nirgendwo die Temperatur bis jetzt gesunken. Jack Kraft. Ja. Oh, kommt einfach aus der Tür geschissen, Alter. Nicht das Ouija-Board! Oh, doch, schön in der Mitte der Wohnung. Warte mal, wo ist ein guter Platz? Dave spielt mit dem Ouija-Board. Wollt mal petzen. Oh oh. Oh, nicht schon wieder. Und er ist doch der Erste, der sterben wird. Hey. Jack? Aber dann kannst du den Geist wenigstens fragen, wo er ist. Wo bist du? Im Wohnzimmer. Was hast du gerade an? Hey. Ist gar nichts los. Hier ist überall 20 Grad. Oh, ich habe EMF hier. Er ist im Wohnzimmer über das Reacher-Brett. Wie alt bist du? Ja, aber EMF hast du wegen dem Brett, der, Andy. Ja, ich wollte auch sagen. Der ist 53. Wie bist du gestorben? Wo ist denn der das hier, Living hier Room? Hier sieht doch die Temperatur. Die das Room. War das hier? Jack, bist du hier? Jo, hier sinkt die Temperatur. Okay. So, aber ich muss mal kurz AFK. Stell mich mal kurz draußen vor die Tür. Jo. Das ist scheiße. Immer kacken. Leid. Schulle? Der ist AFK. Ja. Ruhe in Frieden. Schulle, bist du noch da? Der ist AFK. Ja, ich wollte nur fragen, ob er uns seine Sachen hinlegt, damit wir weiter nach Temperaturen zu gucken können. Der ist AFK. Lang. Ich hab das schon verstanden. Chrissy? Der ist AFK. Sehr, wie gut, dass du mich in dem Spiel nicht hauen kannst. Du kannst froh sein, dass ich Push-Talk eingestellt habe. Wir sind doch alle bei dir. Du brauchst nicht über das Ding zu reden. Warum hast du das eingestellt? Brauchst du doch gar nicht. Ja, doch. Also du redest jetzt nur noch über das World-Mikrofon? Nein, ich kann auch. Boah. So. Bei Ed war das laut. Oh. Übrigens, Jack Kraft ist im Wohnzimmer, ist 53 Jahre alt und ist durch einen Unfall gestorben. Okay. Falls irgendwas passiert. EMF3 hier. Okay. Also ich kann auch so noch mit euch reden, aber dafür muss ich dann V drücken, aber das ist okay. Oh, ich habe hier Eisatem auch schon. Nur dafür bräuchten wir jetzt das Thermometer. Ja. Stelle aber schon mal eine Kamera auf. Fingerabdruck auf dem Lichtschalter. Sehr gut. Eine Kamera steht. Hat jemand schon zufällig Dots? Bin wieder da. Hallo. Okay. Wir haben einen Fingerabdruck auf dem Lichtschalter. Irre. Und wir haben schon EMF3. So, was hattest du gesagt hier? Fingerabdrücke, ne? Also ultraviolett können wir schon mal anmachen. Genau. Weniger sabbeln.
So, schreib mal bitte ins Buch. Dankeschön. Wo ist der Sack? Oh, tschüss. Oh, bleib mal da drinne. Oder doch? Ich glaube, es ist doch eine Jagd. Nicht wirklich, ne. Also ich habe jetzt 1000 Fotos vom Geist gemacht. Hat der gejagt? Oder was war das? Nein, das war nur ein Geister-Event. Okay. Der hat sich gezeigt und ich konnte ihn fotografieren. Nice. Und ich konnte mit dem Parabol hören. Parabol? Sehr gut. Ich guck mal nach Dots. Ich habe die gerade aufgestellt. Okay. Soll ich das EMF nochmal hier in die Mitte legen, falls das noch über 5 geht, was ich glaube? John Kraft, bist du hier? Nee, Jack Kraft. Okay. Nee, geht das. Das muss aber alleine sein, ne? Das ist ein Geist, der auch nur auf Einzelpersonen reagiert. Also ich bin dafür, dass Schulle das diesmal benimmt. Toll. Was ist denn da mit der Kamera? Ach so, vielleicht umgestoßen worden vom Geist. Das muss. Oh. Kamera runtergefetzt, der Sack. Wo ist die? Jack Kraft, bist du hier? Jackie! Denk dran, auch Licht ausmachen. Nee, hier draußen reicht. Geisterbox hat gesprochen. Sehr nice. Na siehste, war doch gar nicht so schlimm. Also, Leute, ich will es ja eigentlich nicht sagen, aber der Mimik ist noch im Rennen, ne? Okay! Der ist noch drin. Wir haben jetzt schon Ultraviolett und Box. So. Also, EMF5 kann es nicht mehr sein. Ich versuche mal zu reinigen. Oh, macht der gerade irgendwas? Hm? Auf 1. Ich reinige mal. Hast du mir jetzt die Idee? Oh, so, okay. Kannst du mal eine Kerze anzünden? Gleich. Zünd meine Kerze an. Hat er ins Buch geschrieben? Irgendwas war hier gerade. Jo, hat ins Buch geschrieben. Okay, cool. Mach an das Ding. Ja, du brauchst schon Streichhölzer. Der hat die mir geklaut. Warte. Ja. Ja, Räucherstäbchen hat gezählt. Nice. Ich komme noch das Buch fotografieren. Oh, jo. Oh, ist ein Poltergeist. Wow, was für Fotos. Das Chat. Uja-Brett. Geisterbuch. Wow. Also die Fotos sind Weltklasse. Ja, sind gut. Ja, guck dir mal bitte die Fotos vom Geisterbuch an. Hier, rechts. Und vom Ucha-Board. Das zahle ich dir sowas von heim. Ich wenigstens in Hand. Kriegst du dir auf der Stelle, ohne auf Grad zu sein. Also ich sehe da kein Buch und ich sehe da auch kein Ucha-Brett. Aber egal. Echt? Siehst du nicht? Da ist das Ucha-Brett und da ist das Buch. Nee, bei mir nicht. Nee. Ich habe hier eine Couch. Links. Nee, links habe ich die. Links oben ist das Reacher-Brett und links unten ist das Buch.
Nee, bei mir alles Geister. Okay, nee. Das und, ist okay. Und in der Mitte. Und in der Mitte ist Schulle nackt. Was? Was macht das Foto hier? Das hat da nichts verloren. Ja, dann haben wir es, ne? Ja. Tja. Poltergeist. Das ist ja irre. Und okay, alle leben noch. Leck mich in der Tasche. Ja, ne? Leitfaden? Nee. Geister? Nee. Beweise. Was war's? Poltergeist. Habt ihr alle? Was? Ja. Muss ich die Beweise auch einzeln anklicken oder ist das egal? Nein, es reicht, wenn du Poltergeist anklickst. Das ist eigentlich eine Wumpe. Gut. Ich hab gleich keine Punkte bekommen für die Beweise. Knallt's. Ich fahr jetzt. Okay. Hau ab. Auf Saulaut. Sehr schön. Dementsprechend habe ich mich umso mehr erschreckt. Nice. Ja, geil. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir mit der Schwierigkeit noch mal ein bisschen hochgehen. Ja, hau rein. Auf Fortschritten. Na, Baller, was ist das Höchste, was geht? Oder? Nee. Boah, zu viert könnte das sogar was werden. Oder? Gehe ich auf Fortgeschritten? Ja, natürlich. Also, sterben wir halt. Juhu. Und Level gestiegen. Ich habe das Räucherwerk. Mich in der Tasche.